Am Mittwochvormittag lud Dieter Ossesek, Präsident der Hochschule Anhalt, zur Eröffnung der Bauhaus-Lectures. Zahlreiche Gäste und Studenten waren seinem Ruf gefolgt, sodass viele sich beeilen mussten, um einen Sitzplatz in der Aula der Hochschule für sich zu beanspruchen. Gemeinsam mit der Stiftung Bauhaus führt die Hochschule Anhalt die zweitägige Konferenz durch, bei der es vor allem abwechslungsreich zugehen wird. Ja, wir werden uns heute insbesondere mit Fragen der Bildung beschäftigen. Bildung, was wird aus der Tradition gemacht für die Zukunft? Wir werden heute Abend, denke ich, ein sehr schönes Fest haben. Die kreativen Anhalter im digitalen Universum. Wir werden aber zeigen, dass wir ganz real auch feiern können. Und wir werden morgen in Arbeitskreisen arbeiten. Und ich sehe, für uns als Hochschule ist es besonders wichtig, der Arbeitskreis digitale Medien. Hier haben wir ja auch ein Kompetenzzentrum, das wir derzeit eröffnen. Und das zweite, diese Internationalität. Ich glaube, da ist viel zu besprechen. Wie gestaltet man eine internationale Ausbildung? Wie nutzen wir digitale Medien? Das wird sehr interessant werden. Neben den Standorten Magdeburg und Halle sei die Hochschule Anhalt unverzichtbar. Denn ohne Anhalt wären wir nur Sachsen, so Ossesek. Und so will die Hochschule ihren Beitrag für die Region leisten und darüber hinaus aus der langen Tradition mit Bauhaus, dem Wörlitzer Gartenreich, den Junkerswerken und der mitteldeutschen Chemie- und Metallindustrie für die Zukunft arbeiten und das auch international. Es kommen ja auch renommierte Fachleute aus dem Ausland heute, die als Referenten auftreten. Ich denke aber auch, das muss ich erwähnen, wir sind international sehr gut aufgestellt. Wir hatten 2005 unter 100 ausländische Studierende hier an diesem Standort und wir haben jetzt knapp 500 ausländische Studierende, insbesondere die englischsprachigen Masterstudiengänge, locken viele Studenten an aus allen Ecken dieser Welt. Und das ist doch ein Zeichen, dass wir international gut aufgestellt sind, dass auch diese Region wahrgenommen wird im Ausland. Auch Marco Tullner, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, stellt die wachsende Kreativwirtschaft der Region in den Fokus und lobte die Kooperation zwischen der Bauhaus-Stiftung und der Hochschule Anhalt. Damit wird ein wichtiger Wirtschaftszweig gefördert und dass diese durchaus erfolgreich sein kann, zeigt die geplante Verleihung des Innovationspreises 2012 im Bereich Design.